Manchmal nickte sie einem Kinde freundlich zu oder sprach mit einem der jungen Mädchen ein paar leise Worte. Die Mädchen sahen dabei den jungen Maler oft mitleidsvoll an. Er wusste nicht, was er davon halten sollte, aber getraute sich nicht, Gertrud zu fragen. Als sie die äußersten Häuser des Dorfes erreicht hatten, wurde es immer stiller und einsamer, ja totenähnlich. Die Gärten sahen aus, als ob sie seit langen Jahren nicht betreten wären. In den Wegen wuchs Gras und an den Bäumen und Sträuchern sah man nicht eine einzige Frucht. Arnold suchte seine Begleiterin, die ihm gar zu ernst vorkam, aufzuheitern, erzählte ihr von anderen Orten, wo er gewesen und wie es draußen in der Welt aussehe. Sie hatte noch nie eine Eisenbahn gesehen, ja noch nie davon gehört, und horchte aufmerksam und erstaunt seinen Erklärungen. Auch von den Telegraphen hatte sie keine Ahnung und ebenso wenig von all den neueren Erfindungen in unserem Jahre 1857. Und der junge Maler begriff nicht, wie es möglich sei, dass Menschen noch so abgeschieden von der Welt und ohne die geringste Verbindung mit ihr leben konnten. In diesen Gesprächen erreichten sie den Gottesacker. Das ist ein sehr alter Stein. Anna Maria Berthold, geborene Stieglitz, geboren am 1. Dezember 1857.